Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games. Mein Name ist Gonis. Mein Name ist Plukrumus. Denn es ist wieder Zeit für Deponia. Ja, Mann. Endlich mal wieder. Endlich. Wir sind hier gerade in diesem wunderschönen Dorf angekommen, haben eine Nummer gezogen und müssen jetzt irgendwie diese Prinzessin da oder was das ist, zum Aufwachen bringen. Die Elysianerin, genau. Oder wie sie heißt, die müssen wir, ne, befreien. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Dorfzentrum. Nee, hä? Da, oder? Ja, gehen wir da mal hin. Hä, wo geht er denn? Achso. Oh, er ist geschrumpft. Hä, achso, jetzt ist man da. Zu Tonis Hütte? Wollen wir da hin? Oder lieber in die Gasse? Oder lieber in Wenzels Haus? Oder zum Wassertank. Das sind immer so viele Möglichkeiten, ja. Ne? Entscheidungen, das ist immer so schwierig. Boah, wie viele Pfeile. So, wo waren wir denn vorher drin? Wir waren, glaube ich, hier, ne? Ins Rathaus. So, und was links daneben? Das ist die Gasse, das weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, da kamen wir her, Ich glaube, wir kommen hierher. Vor das Stadttor. Ja, gehen wir doch einfach mal in die Gasse, oder? Ja, genau. Los, beeil dich. Ich glaube, mit Doppelklick geht das. Ja, oh, tatsächlich. Du bist ja schlau, Plukrumus. Oh, okay. Kennen wir den nicht schon? Hanek. Hallo, Hanek. Ach, hier. Rufus. Genau. warum arbeitet ihr nicht? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Ja, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Okay, das müssen wir bestimmt irgendwie machen, ne? Ja. Vielleicht. Der Rest ist wahrscheinlich egal, oder? Oder soll ich noch weiter? Der Papagei sehe ich jetzt erst. Da rechts. Ist das da drüben dein Papagei? Ja, wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei besorgen. Verstehe. Ja, das machen die ja wirklich so, ne? Oder haben die so gemacht? Ja, das haben die wirklich so gemacht, das stimmt. Ja, was treibt ihr da unten eigentlich? Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Aha. Super. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Ja, okay, tschüss. Oder willst du noch irgendwas Wichtiges sagen? Nö, eigentlich. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er uns weiterhilft. Bis bald. Kommen wir ja später nochmal. Rufus. Genau. Wenn wir wissen, was uns das bringt, ne? Ja. Kann man ja später nochmal vorbeigucken. Aber mit dem Papagei müssen wir nochmal reden. Das ist wichtig. Hallo. Hallo. Ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Wörtern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da ist der eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Ah, mein Mann ist zwar fast taub, ah, der Vogel hat an der Fall nicht gehört. Ah, ah. Alter. Oh, sehr gut. Die Frau ernährt sich also vom Würmer. Ja. Gut, wir können jetzt entweder in Lonzos Kneipe gehen. Oder aber zur Notfallstation. Ja, komm, dann gehen wir in eine Kneipe. Ja, finde ich auch. Das ist immer die beste Wahl. Ja. Da ist doch viel los. Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Ja, okay. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen. Das ist ja alles ganz schön unwichtig. Toni, ne? Nerv, würde ich sagen. Okay. Toni Nerv. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Okay. Guck mich an.
Herren, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zehnter harter Zankkeif. Ach ja, ich bin schon. Oh mein Gott. Tschüss. Ja. Ich muss gehen. Weiß nicht, ob man bei dem. Und so. Was auch immer. Bei dem nützliche Informationen kriegt, aber ich glaube nicht. Was gibt's da hinten noch? Roter Vorhang. Kann man sich auch nur angucken. Ein Schild. Kann ich einen Dartpfeil mitnehmen? Ja. Einfach mal klauen. Aber sonst ist ja auch nichts, ne? Ich glaube. Warte mal, klick mal bitte den Vorhang an. Was soll das denn? Ach, den kann man nur angucken. Und so eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Ja, Mensch. Vielleicht können wir ihn jetzt befragen, was dahinter ist. Du, Lonzo. Ja. Nö. Nee, kann er nicht. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Ach, dann gucken wir uns wenigstens noch das Schild hier an. Schild. Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Safe. Und ich meine, das kann man einstecken, ne? Ja. Sehr gut. Ich nehme auch immer irgendwelche Schilder mit. Gut, mehr gibt's ja aber wirklich nicht. Besonders solche, wo Betreten verboten draufsteht. Ja. So. Wir haben uns auch gerade gar nicht das hier angeguckt. Sprengplan. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frage besser Hanek, wie das funktioniert. Das interessiert uns ja noch nicht, oder? Noch nicht. Und ein Sprengsignal können wir mitnehmen. Ja. Achso, nee. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein ja, das wissen wir. Also wahrscheinlich wollen wir irgendwann, dass irgendwas gesprengt wird. Dann müssen wir den Magneten an die richtige Stelle machen und klingeln, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt mal zur Notfallstation. Die haben noch bestimmt was, was wir der Tussi geben können. Ne, das können wir dir dann einflößen oder was auch immer. Na toll. Oh. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuwak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Das war wohl nix. Nee, irgendwie nicht. Dann gehen wir woanders hin. In den Dorfkern. Wir haben ja noch genug andere Orte zur Auswahl, ne? Genau. Wassertank zum Beispiel. Ui, das ging ja schon. Ach so, dann ist man nur hier oben. Und kann am Hahn des Wassertanks ziehen. Aha. Alter, das Wasser da sieht auch immer nur grün aus. Gibt kein klares Wasser irgendwie, ist... Naja. Mehr ist hier nicht. Das Rohr, kann ich irgendwas mitmachen? Oh. Oh, oh, oh. Was soll das denn? Hätte auch springen können. Denn, ist ja nicht Mario oder so. So, ja. Gut. Gehen wir halt in Wenzels Haus oder... Ach so, wir wollen vielleicht irgendwann Wasser in den Schornstein hier reinmachen oder was? Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspruch? Was ist Friemspruch? Ich weiß es nicht. Naja. Ich gehe einfach mal in Wenzels Haus. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer voll das erzähle. Abenteuer. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich noch nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe super. Depression stürzen. Oh, jetzt geht er nicht rein. Ich hoffe, er ist zu Hause. Oh mein Gott. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos. Danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja. Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Okay. Dann kriegt er seine Sachen wohl nicht zurück. Hast du von der Frau aus Elysium gehört?
Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ja, sieht so aus. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Okay. Das ist die Wünschelrute meines Vaters? Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Hm. Okay. Bis später. Die können wir doch bestimmt mitnehmen, oder? Nee, ja, können wir natürlich nicht. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Ja, immerhin, ne? Also, vielleicht müssen wir, wenn wir die jetzt irgendwie brauchen, da irgendwie Wasser reinmachen. Und dann geht er aus dem Haus und dann können wir den nehmen. Ja, aber wir müssen erst mal gucken. Er hat doch so eine komische Klappe da drauf, genau. Oder nicht? Na, außerdem, ne? brauchen wir die denn jetzt? Nee, nicht unbedingt. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Ja, okay. Und kann man die Kiste aufmachen? Oder kann man die... Nee, kann man gar nicht. Kann gar nichts machen. Nur in wo geht's da noch lang? In den Keller oder ins Badezimmer? Hm. Ja, vielleicht finden wir noch ein Badezimmer, irgendwas Nützliches. Zum Beispiel eine Zahnbürste. Ja. Kaminofen. Ah, da kommt's dann raus. Das haben wir schon mal offen. Ja, okay, das ist gut. Vielleicht gibt's hier irgendwie einen Hebel oder so, der die Klappe aufmacht. Wir haben hier noch einen Schwamm. Ein Schwamm, ja komm, dann nehmen wir den mit. Oder könnte man nicht, wenn wir jetzt so einen Stock hätten, da so rein und dann von... Ach so, so aufmachen, ja stimmt. Weißt du? Hast du wie kommt man denn nochmal ins Inventar? hier mit dem Mausrad nach ach unten. Ach ja, stimmt. So, und du hast jetzt... Das ist ja nix. Ja, wird, glaube ich, nicht passen mit den Sachen, die wir mit haben. Ey, wir könnten doch mit dem Wasser einen Wasserballon machen. Was bringt uns das? Weiß man nicht so genau. Vielleicht finden wir ja irgendwas im Keller. Und der ist ja groß. So. Ein Rohr. Oh, Rohr? Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Aha. Okay. Na, sonst gibt's hier, glaube ich, nichts, ne? Okay, dann raus da. Und hast schon einen Plan? Noch nicht. Was gibt's noch für Räume hier? Ich glaube, das war's, ne? Na gut, dann... Also ich glaube nicht, dass wir hier schon irgendwas machen können, oder? Oder so? Nee, ich glaube nicht. Aber gab's jetzt hier auch noch mehr Sachen irgendwie? Die Klappe, ne? Wie man die aufkriegt. Ja. Das ist eine... Achso, was ist denn das hier? Gute Frage. Notrufsäule? Hallo? Ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo? Hallo? Funktioniert super. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Wir könnten natürlich auch noch zu Tonis Laden gehen. Das könnten wir natürlich auch machen, da standen wir ja schon mal vor. Ja, dann... Weil mehr gibt's hier nicht. Ja. Ich das sehe. Machen wir das mal. Achso, schneller. Hallo, na? Vielleicht wollen wir ja was kaufen. Wir wollen sowieso keine Kohle, glaube ich. Ach, ich wollte mich verabschieden, bla. Hausapotheke ist... Die Hausapotheke ist verschlossen. Ach so, die Hausapotheke ist verschlossen. Oh. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ach so, ich habe gedacht, da wäre vielleicht was drin, womit wir die aufwecken können. Ist hier vielleicht irgendwas, was man... Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren.
Aber du bist immer noch da. Okay. Wir könnten hier Kram. Kram. Das ist Mühle. Mühle, ich dachte, das wäre die Hausapotheke. Nee, die Hausapotheke also, die ist ja Hause, in dem Haus ja. drin. Die wollten wir ja mit einem Seitenschneider aufmachen oder so. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen okay. Zutaten besorgen. Da können wir Kaffee mitmachen. Zum Beispiel. Eigentlich wollten wir ja Kaffee haben. Nur wo kriegen wir denn Kaffee her? Haken? Alter, dass du dir das merken kannst. Coupons? Stange? Was ist das für eine Stange? Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Drogerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Wie bist du jetzt nochmal auf den Kaffee gekommen? Wer wollte die schläft ja, die Elysianerin da. Ja. Und dann ach so. Hat er gesagt, wir brauchen einen starken Kaffee. Ich weiß nicht, ob das ein Witz war oder ja, ob wir das wirklich brauchen. Ja, okay, aber immerhin haben wir schon mal eine Mühle, ja. ne? Also falls wir irgendwie Kaffeebohnen vielleicht, oder... Vielleicht, was sind denn das jetzt eigentlich für Coupons? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Okay, falls wir irgendwann mal Coupons brauchen. Ja, ich glaube, die kriegen wir sowieso nicht. Ja, genau. Suchen wir mal beim nächsten Mal weiter nach Kaffeebohnen oder so. Oder vielleicht sowas, was so ähnlich ist wie Kaffee. Ich glaube nicht, dass man hier wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist das hier irgendwas anderes. Ja, schauen wir mal, was es hier so für Drogen oder auch Putschmittel gibt. Das werden wir das nächste Mal sehen. Richtig. Also bis dann. Tschüss! Bis dann, tschüss!